zusammen, ich bin's wieder, Caro vom Häkelschaf Kreativ. Und ich freue mich, dass ich heute Teil des Video-Hops von Team Stempelwiese bin. Wir haben ja heute das Thema Herbst und Halloween. Und ich wusste erst nicht, was ich basteln soll, als ich mich für den Video-Hop angemeldet habe. Aber dann ist mir eine Idee gekommen. Und zwar basteln wir heute eine richtig süße Halloween-Karte. Und zwar habe ich mich für dieses Kartenlayout entschieden. Und die Karte hat auch einen kleinen Clou, wie ihr es ja von mir kennt. Und zwar ist dies eine, also ich nenne sie jetzt mal Laternenkarte oder Lichterkarte. Und ich habe hier mit den aktuellen Halloween-Produkten von Stamping Up gearbeitet. Ja, wie die Karte bei Licht aussieht, zeige ich euch jetzt. Ich habe auch noch eine zweite Farbvariante gebastelt. Das ist natürlich ganz klassisch in Orange gehalten für Halloween. Die Karte werden wir heute noch in Lila basteln, da wir nämlich, Moment, ich zeig's euch, diese vier tollen Deko-Glitzerbänder haben, sind wie Washi-Tape. Genau, die beiden hatte ich schon verarbeitet und jetzt arbeiten wir halt mit der Heideblüte. Und was wir dafür alles brauchen, zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich mir hier einmal das Wichtigste vorab, Best Witches, rausgesucht. Das ist die mit der süßen Hexe und dem Frosch. Die beiden brauchen wir auch und die Sterne sind Gummistempel, habe ich mir schon auf Blöcke gezogen. Dann brauchen wir einmal das Produktpaket Scary Cute. Und zwar ist das, boah, schaurig Schatten, glaube ich. Auf jeden Fall die beiden Produkte, die sind im Produktpaket drin. Also, das brauchen wir auf jeden Fall. Aber ich verlinke euch, also ich schreibe euch auch alle Produkte unten in die Infobox rein, wie ihr es von mir kennt. Dann brauche ich noch das Produktpaket Landhauskranz. Aber nur wegen der Spinne und der Spinnenstanze, die hier drin ist. Und ich brauche noch das Bewitching. Aber auch nur wegen der Spinne. So, jetzt fangen wir an. Ich zeige euch, wie ich die Karte gebastelt habe. Starten wir zuerst mit einem Farbkarton in Schwarz. Was ganz Neues für mich. Und der hat die Maße 29,6 x 10,5, gefalzt bei 14,8. So, den falzen wir so einmal nach. Und dann kann er eigentlich erstmal wieder an die Seite. So wie immer. So, dann habe ich noch ein Stück schwarzen Farbkarton. Und zwar hat der jetzt die Maße für die Laterne, die ich ja in die Karte einbaue. Und zwar sind das 15,5 x 10,4. Und den falzen wir uns jetzt. Dafür brauchen wir unseren Papierschneider. Und zwar legen wir die an der langen Seite an. Und falzen bei 0,7. Drehen die. Und dann legen wir sie nochmal an bei 0,7. Also rechts und links bei 0,7. Ich hoffe, ihr hattet jetzt nicht meine Haare mit dem Bild. Und dann lege ich mir die Kante schon mal um. Und falze bei 7 cm. Das ist nämlich jetzt genau die Mitte von den beiden Seiten. Das Äußere sind unsere Klebekanten, die wir gleich brauchen. Und das ist halt gleich die Mittelfalz vom Fenster. So, dann kann der Papierschneider erstmal wieder weg. Wir falzen uns die Außenkanten einmal nach innen, also entgegengesetzt. Ich
Und die andere Seite ebenfalls. Das sind gleich unsere Kleblaschen. So. Und die muss auch gut gefalzt werden. So. Dann werde ich mir hier jetzt gleich aus diesem Fenster, also beziehungsweise in den schaurigen Schatten in den Stanzformen, ist ja dieses Fenster, was man ausstanzen kann mit diesen Ästen. Das ist das hier. Und ich nehme dann nur das Innenteil raus. Und da gucke ich mir jetzt an, gucke ich jetzt quasi, dass es genau mittig in diesem Bereich sitzt. Und das habe ich vorweg gemessen. Und kann euch sagen, es sind 0,8 von den Falzlinien aus nach innen und von den beiden Höhenseiten aus 1,9. Das messe ich mir jetzt auch direkt ab. So. Hier passt das gleich rein. Den Rest können wir gleich wegradieren. So, das ist das eine, was wir ausstanzen müssen. Lege ich mal die Seite. Dann brauchen wir noch ein Stück schwarzen Farbkarton. Der hat die Maße von 13,5 x 9,4. Da passt die Stanzform, die große Stanzform aus den Stanzformen Espen rein, diese Birken und diese Baumstämme. Die brauchen wir gleich einmal. Und der Kartenrahmen, der ja außen dieses Fenster einfasst, ja, den brauchen wir ja auch noch und das ist ein Stück mit den Maßen 13,5 x 9,2. Da stanze ich mir jetzt mit den Stanzformen bestickte Rechtecke mit dem dritten größten Rahmen das Fenster aus. Gucke ich, dass es jetzt gleich einigermaßen mittig liegt. Und da meine Stanzplatte ja nicht immer so will, wie ich möchte, klebe ich mir das da hier drauf. Dann habe ich mir noch die so kleine Stanzform ausgesucht. Und das ist die Katze, das Haus und der Mond aus den schaurigen Schatten. Das passt ja mit hierzu. Die brauchen wir auch und die werde ich mir jetzt gleich aus dem Innenteil von dem Schwarzen ausstanzen. Das machen wir jetzt. So, das haben wir. Das radieren wir uns jetzt direkt schon mal wieder sauber. So, ausgestanzt ist jetzt alles. Glaube ich zumindest. Ja, doch. Und ja, damit das hier, das sind ja unsere Hintergrundbäume und damit die gut durchtrocknen können jetzt, wenn wir gleich weiterarbeiten, fangen wir da jetzt gleich als erstes mit an. Und zwar habe ich hier ja die Bäume aus dem Espen in den Hintergrund gesetzt und vorher noch mit einem Wachs bearbeitet. Das ist Inka Gold. Ich habe das hier in der Farbe Graphit. Es ist eine sofort trocknende Metallglanzfarbe. Es ist wie ein Wachs. Also sieht eher so ein bisschen aus wie eine feste Schuhcreme. Und das habe ich vor ein paar Wochen beim Stempler gesehen. Der hat da diese tolle Steampunk-Karte gebastelt. Und da hat er so, auch so was Ähnliches verwendet. Wenn ihr sowas, wenn ihr zum Beispiel von Stamping Up noch die Glanzfarbe habt, die es damals mal in, Moment, ich zeige es euch. Die hatten wir zumindest mal eine Zeit lang. Also wenn ihr noch sowas habt, könnt ihr das natürlich auch verwenden. Nur bei mir ist das hier relativ leer. Das war mal von Stamping Up. Ja, das gab es ja mal in Champagnernebel, Frostweiß und diesem Kupfer. Ja, und da ich bis jetzt nichts Adäquates wiedergefunden habe, habe ich mir dann hier von, keine Ahnung wo, ja, auf jeden Fall das Inka Gold bestellt. Damit bearbeiten wir das jetzt. Aber ich würde euch definitiv was raten, legt euch was drunter. Wie ihr seht, damit habe ich schon ein bisschen gearbeitet. Und damit ihr keine farbigen Finger kriegt, zieht euch irgendwie Handschuhe an. Also, weil ich trage das jetzt gleich mit den Fingern auf und ich habe mir da ein paar Fingerlinge bestellt, damit ich zumindest an den Fingern jetzt gleich keine Farbe habe.
Und trotz dessen, dass ich Handschuhe anhatte, habe ich es doch geschafft, mich einzusauen. Naja, egal. Also auf jeden Fall, das kann jetzt erstmal ein bisschen durchtrocknen. Auch wenn da selbst, wenn da Schnelltrocknen draufsteht, ist es nicht so ganz. So, jetzt gehen wir an den nächsten Part, der trocknen muss. Und zwar, so, ich muss mal eben kurz ein Maß korrigieren. Und zwar dieses Maß von dem Rahmen, den wir oben drauflegen werden gleich. Und zwar hat der ein Maß von 13,8 mal 9,5. Und da habe ich mit dem drittgrößten Rahmen ausgestanzt, weil die 13,5 mal 9,2 ist das Vellum, was ich schon für vorne bearbeitet habe. Und zwar hat das hier, wie gesagt, die Maße 13,5 mal 9,2. Ich habe hier ein bisschen mit der Alkoholtechnik gespielt, aber ich habe keinen 90%igen Alkohol verwendet, sondern nur 70%. Und ich habe hier die Alkoholmarker verwendet in Dunkelorchideenlila, das ist das hier oben. Dann habe ich dunkle Heideblüte verwendet, das ist die Mitte. Und unten habe ich das helle Marineblau verwendet. Damit, mit den drei Markern, werde ich jetzt gleich auch das Innendesign von der Laterne fertig machen. Und dafür habe ich schon vorbereitet ein Stück Vellum mit den Maßen 12 mal 8 cm. Und da brauchen wir definitiv was zum Unterlegen. Das kann ich euch nur empfehlen. Und ich habe hier in einem von meinen Wassertankpinseln habe ich kein Wasser drin, sondern Alkohol. Und damit bearbeite ich das jetzt gleich, dass das so ein bisschen aquarellmäßig ineinander läuft. Und ich fange da wieder an mit der untersten Schicht. Mit der habe ich es gemacht, habe da quasi mit der Pinselspitze die Farbe aufgetragen. Und dann gibt das einen tollen Effekt. Das lassen wir jetzt trocknen. Die Blends können auch schon weg. Und dann machen wir uns an den Rest der Karte. So. Und zwar bauen wir jetzt uns erstmal vorne die Karte soweit zusammen. Und ich habe mir als Mattung ein Stück Farbkarton in Heideblüte ausgeschnitten. Und zwar hat der die Maße 14,3 mal 10 cm. Und den bekleben wir uns jetzt mit dem Glitzerklebeband. Und da beklebe ich mir jetzt einfach den äußeren Rahmen einmal genau ab. Und da klebe ich jetzt einfach nur die Ecken um und habe jetzt quasi diesen Glitzerrahmen, der auf dieser Karte auch so eben hinterher schimmert, mir fertig gemacht. Ich brauche das Heideblüte quasi, um den Hintergrund ein bisschen zu verstärken, weil das kommt da jetzt gleich drauf. Und wenn ich das auf weiß mache, dann ist das so extremst hart. Also dann ist das relativ hell. Und wie ihr seht, ne? Ich sollte vielleicht demnächst Handschuh tragen. So, das haben wir schon mal fertig. Und dann kann ich hier jetzt mit der Papierschere einfach die Baumstämme ausschneiden. So. Dann brauchen wir den Rahmen.
auf den Rahmen. Auf der Rückseite kommt unser Abreißklebeband. Einmal außen drumherum. Relativ nah an das ausgeschnittene Fenster dran. Und dann gucke ich jetzt einfach, dass ich hier unten relativ die breiten, also den relativ breiten Stamm habe und oben, Moment, verkehrt rum, ich muss erst den anderen haben. So, so rum, erst muss der Ast rein, sonst passt's nicht. Und jetzt schneide ich jetzt hier am Klebeband quasi den Rest weg. Hier oben müsst ihr ein bisschen aufpassen, wo ihr was wegschneidet. Am besten knickt euch das einmal rum und schneidet das dann so ab. Da kommt ja gleich das Vellum noch drauf, deswegen ist da auf jeden Fall Halt vorhanden. Und es glitzert hier schon wieder alles auf diesem Tisch. So, das ist die eine Seite und jetzt kommt die andere Seite. Selbe Prinzip wie vorhin, etwas zurückklappen, dann könnt ihr es auch abschneiden. Das mache ich jetzt mal eben. Und unten genau dasselbe. Da haben wir es wieder ein bisschen einfacher, weil da ist ein bisschen mehr Platz. Gut festdrücken. So, dann brauchen wir Glue Dots. Und die setzen wir uns jetzt hinten auf die Baumstämme drauf. So, war sowieso nicht der letzte Glue-Dot, den ich heute brauche. So, und dann gucke ich mir jetzt an, welche Seite das natürlich ist, die wir, ich möchte die etwas kräftigere Seite haben, von dem Vellum. Und das klebe ich dann jetzt einfach hier hinten drauf. Und sollte hier hinten gleich was überstehen, können wir das einfach abschneiden. Aber ich habe lieber mal ein bisschen zu viel Vellum als zu wenig. Nicht, dass man hinter an der Ecke ist, wo man dann vielleicht doch etwas durchschimmern sieht. So, das haben wir schon. Jetzt kommt noch mal eine Reihe Abreißklebeband. Thank you.
die beiden Seiten ziehe ich mir noch nicht ganz ab, weil dann kann ich das jetzt noch ein bisschen hier drauf justieren. Gucken, dass es vielleicht doch ein bisschen mittiger sitzt. Ja. Dann ziehe ich die beiden Seiten noch ab und streife das noch etwas ab. So und so. Somit ist unser Kartenaufleger dann schon fast fertig. Jetzt kommt noch ein Glue-Dot für unseren Mond. Den Mond kleben wir uns. Hier oben hin. Und ich habe mir schon im Vorfeld ein paar Fledermäuse ausgestanzt. Die sind auch in den schaurigen Schatten drin. Und die klebe ich jetzt auch einfach mit Glue Dots auf. Das ist dann schon mal jetzt gleich unser Kartenaufleger, den wir brauchen. Den lege ich schon mal an die Seite. Dann schaue ich mir mal eben an, wie weit unser Vellum getrocknet ist. Das hat noch ein bisschen was. Ich lasse es gerne noch ein bisschen länger trocknen. Deswegen würde ich gerne mit euch jetzt erst die Hexe kolorieren. Dann habe ich jetzt ein Stück grundweißen Farbkarton. Da könnt ihr entweder den extra starken nehmen zum Kolorieren oder Seidenglanz, wird auch gehen. Oder ihr nehmt den dünnen. Ich habe in dem Fall jetzt mal ein bisschen mit dem extra starken Farbkarton arbeite ich, damit die Hexe so ein bisschen mehr Halt hat, weil die sitzt ja gleich oben drauf und ich wollte das nicht so wabbelig haben. Also habe ich ein Stück in Grundweiß extra stark mir rausgesucht. Den Stempel habe ich mir schon auf einen Stempelblock montiert und ich betupfe mir jetzt mal eben mit Memento meine Hexe, damit ich sie jetzt gleich kolorieren kann mit den Alkoholmarkern. So. Das haben wir schon mal. Ich habe mir für die Haare überlegt, dass wir die Haare in Blutorange kolorieren. Den Mantel und oben die Broche, also das Band vom Hut, machen wir in Karibikblau, einer der neuen Inkala-Farben. Dann brauchen wir noch Schwarz, das ist das helle und das dunkle Schwarz als Blend. Ja, dann brauche ich noch die dunkle Osterglocke und zwar dafür möchte ich oben mir die Brosche machen und wir brauchen noch den SU800 für die Hautfarbe der Hexe, fürs Gesicht. Und für die Flammen hier, also erstmal koloriere ich jetzt die Hexe und die anderen Blends für den Kochtopf, also für den Kessel, zeige ich euch gleich. Ich lasse euch wie immer Zeitraffer und Musik laufen und wünsche euch viel Spaß und sag bis gleich.
So, ich nehme jetzt noch einmal noch einen Stamping Red Marker, und zwar ist das der schwarze. Und ich setze, möchte gerne meiner süßen kleinen Hexe doch wenigstens eine Muttermal oder eine Warze ins Gesicht malen. Das hier wird geschehen. Und ich nehme mir den Blend SU1000 und male ihr doch noch eine Wange, also ein bisschen, ein paar Bäckchen. So. Und dann kommen wir jetzt hier unten zum Kessel. Und da habe ich mir jetzt einmal Chili, dunkles Chili rausgesucht, Blutorange, auch das dunkle und die dunkle Osterglocke. Damit machen wir die Flammen. Unten die Holzstruktur machen wir mit den beiden Blends. Das ist SU500 und die dunkle Savanne. Und als Kessel habe ich mir noch die Schiefergrauen Blends rausgesucht, hell und dunkel. Ich koloriere wieder den Kessel und sage euch bis gleich. So, koloriert ist die Hexe. Ich schneide sie eben mit der Papierschere aus und wir sehen uns gleich wieder. So, ausgeschnitten habe ich die beiden jetzt. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar haben wir ja jetzt hier die weißen Schnittkanten. Und da, wo man eventuell nicht weit genug am Stempelabdruck war, sieht man ja die weißen Kante. Da gehe ich jetzt einfach mit dem schwarzen Blend her und mache mir die Kante schwarz. Eigentlich mache ich die ganzen Schnittkanten mir schwarz. Jeder, der so akkurat ausschneiden kann, dass außen eine schöne, weiße, gleichmäßige Kante ist, dem gratuliere ich gerade. Ich kann es nicht, deswegen habe ich mir halt eine Sache überlegt. Ja, wie es am besten geht. So, das habe ich. Und dann können wir die Hexe schon mal aufkleben. Da nehme ich jetzt Abstand Klebepads, also Dimensionals, und klebe sie hinten drauf. Ich habe leider keine schwarzen. Ich bastel nicht so viel, dass ich da eigentlich, also ich bastel zwar schon viel, ihr kennt mich ja, aber ich habe bisher schwarze Klebepads nicht gebraucht. So. Abgezogen haben wir die schon mal. Der Müll geht an die Seite. Mir fällt nämlich gerade ein, wir müssen erst was anderes machen. Und zwar das Band hier hinterkleben. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, dass wir da mit der In-Color-Farbe arbeiten, die es ja da passend zu gibt. Es passt nicht hundertprozentig zur Heideblüte, aber es ist immer noch lila. Und mir gefiel es etwas besser als das alte Heideblüte-Band, was wir hatten. Wobei, können wir auch zweifarbig nehmen? Ja, doch. Also, das ist das aktuelle In-Color-Band, was wir haben. Und wir hatten mal vor ein paar Jahren noch ein anderes Band. Wenn ihr es habt, ist es cool. Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Da könnt ihr nur mit dem In-Color-Band arbeiten. Und zwar ist das hier dieses... Ja,
Frag mich nicht. Also ich schreibe es euch unten wieder rein, ne? Oder ich blende es euch jetzt gleich ein, welches Band das ist. Das Band verwenden wir auch, weil ich habe so viel Bänder und die müssen irgendwann mal weg. Tut mir leid. Also, klebe ich das jetzt erstmal auf die Rückseite. Abreißklebeband. Und die kleben uns jetzt gleich auf unsere Grundkarte auf. Dann passt das nämlich. Ja. Und da nehme ich Flüssigkleber, unseren Tombow. Und drücke mir das jetzt gut an. Wenn die Ecken gleich nicht hundertprozentig kleben, da kann man wieder ein Gluter drunter setzen. Aber ich denke schon, dass das gleich ordentlich klebt. Weil die Ecken sind ein bisschen dicker. Da sind ja zwei von den Lagen drauf. Und das lassen wir jetzt gleich erstmal richtig anziehen. So. Das Band fixiere ich mir schon mal hier auf der anderen Seite. Dann kann das gleich weiter trocknen. So. Und jetzt bringen wir noch die Hexe auch schon mal. Dann ist die schon mal weg. Und die klebe ich mir relativ weit hier an die Kante. Den Kessel hier vorne hin. So, und die trocknet jetzt erstmal, damit ich gleich die Ecken noch mit Gludotz festkleben kann. Dann werden wir uns jetzt an das Etikett dran begeben mit dem Best Witches. Beziehungsweise brauche ich noch ein kleines Dimensional für unter der Spitze vom Hut. Das halbiere ich mir kurz. So, Rest kann weg. Das zu trocknen. So, dann begeben wir uns jetzt an das Innenleben. So, da habe ich aber erstmal für innen in der Karte für die beiden Grußfelder. Für das Innenleben, was ja jetzt nur noch aus der Laterne und den beiden Grußkarten besteht, die ich euch gerade gezeigt habe, habe ich zurechtgeschnitten. Zwei Stücke in grundweißem Farbkarton. Da habe ich den normalstarken genommen und das hat die Maße 6,5 cm mal 9,5 cm. Und die Mattung, die ich dafür zurechtgeschnitten habe, sind zwei Stücke in Heideblüte mit den Maßen 7 cm mal 10 cm. So, wir bestempeln uns erstmal das Innenstück. Holen wir nochmal wieder unseren Schmierzettel hervor. Und da habe ich vor, mit den Fledermäusen zu arbeiten. Die habe ich mir schon auf dem Block gezogen. Die sind aus dem Scary Cute.
Und wir arbeiten mit der Spinne aus Bewitching, dem Frosch aus Best Witches und auch den Sternen aus Best Witches. So, dann brauche ich noch mal mein Memento. Gucke, dass da genug Farbe auf den Fledermäusen drauf sind, also saftig genug. So, Memento ist fertig. Wo ist der Deckel? Dann haben wir auch. Und jetzt geht es nur noch an die Sterne. Und da habe ich mir rausgesucht, einmal das papageiengrüne Stempelkissen. So richtig schön eklig knallig grün. Und die Osterglocke. Da gehe ich jetzt erst in die Osterglocke rein. Kolorieren tue ich den Frosch jetzt mit dunkler grüner Apfel und dunkel Papageiengrün. Mit dem grünen Apfel mache ich die Außenkonturen. So. So eine richtig eklig schöne giftgrüne Kröte. So, das kann wieder weg. Und dann kleben wir uns das auch auf die Mattung auf. Mit dem Tombow. So, die beiden haben wir schon. Jetzt dürfte auch unser Vellum ordentlich durchgetrocknet sein. Und wir werden jetzt erstmal hier die Rückseite mit Abreißklebeband ausstaffieren. Und da klebe ich einfach außen um den Rahmen drumherum Abreißklebeband. Dann ziehen wir unten die unteren Laschen schon ab, weil da kommt jetzt gleich ja noch die Katze und das Haus rein. Die kleben wir nämlich jetzt ein. Die sitzen vor dem Vellum. Oder Pergamentpapier. So, das klebe ich hier jetzt ein. Gucke, wie hoch ich ungefähr gehen kann. Ja. Und setze da noch mal einen kleinen Streifen Abreißklebeband drunter. So über die Kante. Und die Katze, gucken wir, dass so eben die Füße, jetzt drehen wir es am besten einmal um, und zwar, dass so eben die Füße zu sehen sind. Ja, so. Auch wenn es ein bisschen bergauf geht, aber so geht das. Da kleben wir auch einmal noch ein Stück Abreißklebeband drüber und wir haben es gleich fast geschafft. So. Unser Vellum sieht jetzt so aus.
ist natürlich ein bisschen gerollt. Das kürzen wir uns jetzt noch auf 6 cm in der Breite. Und dann kann es auch schon eingeklebt werden. Und jetzt müsst ihr nur darauf achten, dass ihr das zweite Vellum auch richtig rum einklebt, weil es sieht ein bisschen blöd aus, wenn ihr jetzt genau entgegengesetzt arbeitet. Und auch da nehme ich mir den Papierfalter und drücke es richtig feste an. Auch auf der anderen Seite nochmal. Und das Übersprieß ist, also das übrig gebliebene Klebeband, das werde ich mir jetzt abpudern. Ein bisschen Babypuder vorsichtig, dann verliert es nämlich seine Klebekraft. Sieht jetzt vielleicht auf den ersten Blick ziemlich schlimm aus. Aber es ist gar nicht mal so schlimm. Dann gehe ich noch mit der Hand ein bisschen drüber. Und das ist ja innen. Und da, wenn er jetzt da drauf drückt, ist klebt, also das klebt jetzt nicht mehr. Hat das jetzt komplett seine Klebekraft verloren. Und von vorne sieht man es auch gar nicht. So. Das kann jetzt eingeklebt werden. Jetzt müssen wir noch die Klebelaschen eben bekleben und noch anschrägen. Und die Klebelaschen sind so geschnitten, also und auch gefalzt, dass da exakt das Abreißklebeband drauf passt. So. Einmal anschrägen. Das trenne ich mal eben durch. So. Und jetzt kleben wir das für uns ein. Und also. Und das, was ihr super machen könnt, ist, ihr legt euch Falzlinie auf Falzlinie. Dann habt ihr nämlich die Mitte. Just guckt nach, dass das unten bündig ist. Oben auch. So. Dann habt ihr genau die Mitte auf jeden Fall der Karte. Legt es einmal rüber, nehmt euch auf der anderen Seite das Abreißklebeband runter. Also, normalerweise könntet ihr das so einklappen und dann mit der Klebelasche um. Ich
Habe aber gerade festgestellt, dass beim Zusammenklappen der Karte sich das immer ein bisschen verzieht. Also haben wir das ja hier in der Mitte aufgelegt, auf die Mittelfalz in der Karte. Und ich streife das jetzt einfach glatt und habe dann hier die richtige Stelle und kann das dann ohne Probleme hinstellen. So. So, jetzt kleben wir noch die Innenkarten auf. Noch ein bisschen nachjustieren, weil der Tombow ja noch nicht hundertprozentig trocken ist. Also auch so. Und dann kann die Karte auch verschlossen werden. So. Soweit ist die Karte jetzt schon. Jetzt brauchen wir vorne noch diesen Spruch drauf und unsere Spinne. Und da habe ich mir ein Stück schwarzen Farbkarton ausgeschnitten und der hat die Maße, keine Ahnung was, auf jeden Fall irgendein Reststück, mal 1,9. Und das bearbeiten wir jetzt auch noch eben kurz. Nochmal ein bisschen von dieser Paste da drauf, weil das sollte so ein, ja, so ein Schild sein im Wald. Nehme ich mir jetzt ein bisschen was und bearbeite den Farbkarton. Reibe da auch richtig drauf rum. Ja. Fertig. Wie gesagt, können da ja auch die Glanzfarbe, die es mal bei Stamping Up gab, nehmen. Und ja, den embosse ich mir auch sofort. Ach, kann darauf liegen bleiben. Einmal kurz die Statik vom Papier mit dem Embossing Buddy. Mein Embossing Buddy ist im Übrigen selbst gemacht. Wenn ich demnächst dazu komme, verlinke ich euch den oben rechts in der Ecke. Aber aktuell hat Stamping Up auch wieder ein Embossing Buddy im Programm. Müsst ihr mal im Herbst-Winter-Katalog gucken, da ist er auf jeden Fall drin. So, dann einmal das Versamark brauchen wir. Und den Spruch. Best Witches. So, und sieht hoffentlich gut aus. Aktuell glaube ich schon. Unser schwarzes Embossing-Pulver kommt da zum Einsatz. Ja, sieht gut aus. So. Das embossen wir jetzt mal eben. Wurde ein bisschen warm an den Fingern, gebe ich ja zu. Aber ich war zu voll, das eine Pinzette zu nehmen. Ja. Aber so wisst ihr jetzt, wie es immer zu meinen Hausfrauenunfällen kommt. So, dann nehme ich mir noch die Stanze der Wahl, allerliebste Anhänger. Und wir haben mich dafür das Etikett entschieden, was nicht diesen Schnörkel an der Seite hat, sondern einfach nur das Schild. Da passt das hier jetzt so schön rein. Aber da kann noch einiges weg. Das kürzen wir jetzt erst noch. So. Weil so ein mordsmäßig breites Schild brauche ich nicht. So. Passt besser. Die andere Seite kürze ich auch noch eben ein.
So, das reicht. Und wir haben ja noch hier so ein Stück, was ich mir gerade eingekürzt habe. Davon schneide ich mir jetzt eben so einen halben Zentimeter gut weg. Da kommt Abreißklebeband drauf. Kürzen wir noch. So. Für quasi, der Schild soll ja nicht in der Luft hängen, ne? Das Best Widgets. Kommen drei Dimensionals drauf. So, das klebt hier an der Seite. Dann brauchen wir noch die Spinne. Da habe ich noch mal ein Stück Restfarbkarton. Mit Versamark und schwarzem Embossingpulver werden wir jetzt die Spinne noch mal auftragen. Und wir brauchen noch mal kurz die Stanzmaschine, beziehungsweise ich stanz mal kurz alle außerhalb vom Bild aus. Da ist die Spinne und ich möchte gerne mit unserer Flusterfarbe, die kann man nämlich einfärben, der Spinne noch ein bisschen Körper verpassen. So, da kommt einfach nur so ein Tropfen Flusterfarbe drauf. Jetzt brauchen wir aber definitiv eine Pinzette, weil da werde ich mir sonst die Finger verbrennen. Mein lieber Schwan, ganz schön warm. So. Und dann kommt nochmal der schwarze Blend zum Einsatz, weil die kann man nämlich einfärben. So. Und schwuppdiwupp hat die Spinne auch einen Körper. Und die Spinne muss ja auch so eine Art Spinnennetz haben. Und da habe ich hier mir dieses tolle Metallic-Netzband genommen. Nehmen wir da ein Stück. Jetzt kommt der Schleifmaker zum Einsatz. Hab den auf hier einmal auf die kleinste Stelle gestellt. Lege das Band doppelt. Friemel das da so ein bisschen durch. So, und zieh es fest. So. Und schwuppdiwupp habe ich eine schöne kleine Schleife, die man mit einem Glue-Dot, ich habe ja gesagt, die Glue-Dots müssen wir noch nicht wegtun, die brauchen wir noch. So, habe ich ein paar Glue-Dots drunter gepackt. Die packen wir jetzt hier unten schräg ans Etikett.
und schneiden hier ein Stück von dem Etikett raus, weil auf diesem Metallic-Papier klebt leider nichts. Also wenn man diesen Wachs aufklebt oder aufreibt, ja, also ich habe bis jetzt sehr schlecht, also es sieht mega geil aus, aber es hat auch so leichte Nachteile. Aber da ich ja da eine Spinne drauf setze, ist das egal. So, und dann kommt ein Mini-Dimensional. Meine Spinne hinten drauf. Und die kommt genau hier in das Loch. Na, klasse. Meine Spinne ist gerade gestorben. Ich mache eben eine neue Spinne. Also vielleicht nicht ganz so doll drücken. So, Tarantula die zweite. Kann nur besser werden. Schnell. Das habe ich jetzt unter den Körper nach hinten gemacht, unter die Beine und setze es da jetzt quasi so drauf. So, jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen Sprudelgedöns. Hier sieht es schon wieder aus wie Hulle. Und dann nehme ich mir jetzt den Basic Perlenschmuck. Und hier zum Sprudeln nehme ich dann jetzt einmal Papageiengrün. Dunkelpapageiengrün, mal mir den damit an. Dann nehme ich in dem Fall auch Türkis. Und nochmal Gelb. Finde ich halt total cool an diesem Basic Perlenschmuck, dass man sich den selber einfärben kann. Er ist ja natürlich so weiß, champagnerfarben. Ja, und so wie man es gerade braucht, kann man sich das dann färben. Und dann kleben wir das. So. Und das ist jetzt quasi mein Beitrag für unseren diesjährigen Videohop zum Thema Herbst und Halloween. Und ja, könnt ihr ja unten in die Kommentare schreiben, wie ihr die Karte findet. Es ist, wie gesagt, eine Windlichtkarte. Und ich sag ja, ich bin nicht so der Weltmeister im Schleifenbinden. So sieht sie von innen aus. Schlicht. Aber ich mache euch demnächst, ich mache euch noch ein Foto, wie sie aussieht, wenn sie hinter erleuchtet ist. Ihr könnt dahinter ein LED-Teelicht setzen. Oder was auch sehr gut klappt, ist, wenn ihr so ein Glas-Teelicht habt. Das ist halt, es wird zwar warm, aber nicht so extrem warm, als wenn ihr nur ein einzelnes Teelicht hinstellt mit einer offenen Flamme. Und ich habe hier, wenn nur welche, wo ganz wenig Wachs noch drin ist. Also die Kerze hier brennt vielleicht maximal noch 10 Minuten. Dann ist das weg. So, ich mache euch ein Foto davon und wir werden es euch jetzt gleich einblenden, wie das aussieht. Ja, hol dann noch eben die anderen beiden Varianten mit ins Bild.
Ja, und wünsche euch auf diesem Wege viel Spaß bei den anderen Videos meiner Teamkollegen. Also, das sind meine drei Karten. Ich habe mich quasi an den Farben der Glitzer-Dekobänder orientiert. Wer natürlich noch mehr Glitzer haben möchte, kann innen drin die Laterne mit dem schwarzen Glitzer bekleben. Ich glaube, das habe ich auch bei einer gemacht, ja, hier bei der orangefarbenen. Aber ich habe mir gedacht, das reicht auch so. Ja. Und wie gesagt, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte und sage dann mal auf diesem Wege bis zum nächsten Mal. Tschüss!